Hallo ihr Lieben, ihr hört jetzt vom Vollmond zum Vollmond-Orakel von mir. Vollmond am Donnerstag, ja, bis 12.07., wo wir dann den Neumond haben, geht es um Dinge, die wir loslassen dürfen, die wir reduzieren können, die weniger Wichtigkeit in unser Leben haben, ja. Und wir kommen ja aus der Neumondphase, in der es darum ging, uns unabhängig vom Außen zu machen, ja, um Neuanfänge in uns zu verankern, unabhängig von Meinungen, Verhalten im Außen und darum, sich zu öffnen. Ne? Wir hatten bei der männlichen Energie noch die Falschheit, ja, in dem familiären, sexuellen, in ihrer Mitte, in der inneren Balance. Ja? Aber da, ne, letzte Juniwoche, geht es ja auch um den innerlichen Umbau, ne? Der dann Sommerorakel in die Leichtigkeit führen soll, ja, darf. Und jetzt in dieser Vollmondphase bis zum 12.07. haben wir dann auch nochmal unser, wie ich es ja immer nenne, Praktikum in der geistigen Welt, ja, unsere wieder 10 Portaltage aufeinander folgend, echt irre. Also wenn ihr euch an die letzten Portaltage erinnert, ja, die ja von Mai in den Juni reingereicht haben. Die waren ja schon wirklich extrem bewegend. Ne? Wenn ihr euch erinnert, da ging es darum, dass wir uns nochmal, das Fehlverhalten nochmal hochgeholt wurde, ja, damit wir es loslassen können, ne? Dass wir uns an Fehlverhalten nicht mehr hochziehen, ja, mit dem Ziel, in die Unabhängigkeit zu kommen. Ne? Und das ist ja letztendlich genau das, was wir jetzt vertiefen durften, ne? Uns unabhängig vom Außen zu machen, ne? Hier in die Ich-Bin-Gegenwart zu kommen, ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt nochmal loslassen dürfen, was da noch weniger werden darf bei uns. Und da wird uns in den 10 Portaltagen sicherlich wieder extrem viel zu bewusst werden, ja, und deswegen war es mir jetzt auch mal wieder wichtig, das Ganze aufzusplitten, ne? In weiblich-männlich, in Gedanken, Herz und Handlungsebene, ja. Ich möchte uns für die Zeit auch noch mal wieder eine Pflanzenkraft mitgeben. Ja, da habe ich wieder eine Karte der Devas für euch gezogen. Amelie. Und die einzelnen Positionen habe ich abgefragt mit dem Karten der Erkenntnis auf dem Weg nach innen. Ja, die habe ich zusammengemischt mit den Karten der Liebe und wollte mal gucken, was da so für uns viel. Und es geht viel um den Liebesbereich. Ja, hier schaut mal, das sind alles Karten der Liebe. Und lediglich bei der weiblichen Energie auf der Gedanken- und der Handlungsebene sind dann tatsächlich Karten der Erkenntnis gefallen. Ne? Zusatzkarten habe ich dann nochmal abgefragt mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal wieder bei der weiblichen Energie auf der Gedankenebene an. Und da haben wir, wenn Sie sich denn zeigen wollen, hier. Kennt ihr die Karte noch? Bei den letzten Portaltagen von Mai in Juni war ich doch so fasziniert von den
Entwicklungsfortschritt, von dem Prozess, Entwicklungsprozess, den wir während der Portaltage machen, dass ich in der Legung nochmal eine Karte ziehen, um eine Karte gebeten habe, wo uns das Ganze hinführen soll. Wisst ihr noch, da ist diese Karte gefallen. In die Unabhängigkeit, ja. Dahin eigene Bedürfnisse und Gefühle anzunehmen, ja. Und diese dann auch bei anderen akzeptieren zu können, ja. Das ist die Vorstufe von in wirklicher Intimität und Verbindung, ne? Ich bin Gegenwart, ja. In der Unabhängigkeit zu sein, was wir gerade gesagt haben, ne? Unabhängig vom Außen zu machen, ne? Hatten wir im Neumond bis Vollmond, ne? Sich in sich selbst zu verankern, ja, Neuanfänge zu verankern, unabhängig von dem Handeln und Tun im Außen. Schaut mal. Unabhängigkeit auf der Gedankenebene der weiblichen Energie. Hier. Und nicht oberflächlich. Nein. Das verfestigt sich, ne, wie wir es gelegt haben, ja. Eine Verankerung hier, ein tiefes Wissen, Intuition, ja, euch und euren Gefühlen zu vertrauen, die ganze Wahrheit zu sehen, ja. Sehr schön. Wow. Okay, und wenn wir gedanklich jetzt in diesem tiefen Wissen der Bedeutung der Unabhängigkeit sind, ja. Wie sieht es denn dann auf Herzensebene aus? Und da wollten zwei Karten der Liebe fallen. Aha. Und dass zwei Karten der Liebe fallen wollten, liegt wohl daran, dass es auf Herzensebene aber noch ein Zwiespalt ist, ja, zwischen Vergnügen, ja, dem Glück des Vergnügens nachzugehen und den Schmerz des Verlustes zu heilen, ja, der Schmerz des Verlustes, der darf jetzt weniger werden, der darf jetzt abnehmen, ja, wir haben dieses tiefe Wissen der Unabhängigkeit auf gedanklicher Ebene verankert, ja. Hier, Juni-Orakel, ne? Umgebaut, ja. Wir haben uns auf gedanklicher Ebene umgebaut. Auf gedanklicher Ebene haben wir uns ein neues Haus erschaffen. Aber unser Herz ist da noch mit dem Verlust beschäftigt, ja. Im Herzen haben wir noch den Schmerz des Verlustes. Ja, der darf jetzt noch weniger werden. Was haben wir da an Zusatzinformationen? Die Einfachheit. Ah ja. Über die Einfachheit darf der Schmerz des Verlustes jetzt weniger werden. Ja. Die Einfachheit bedeutet, im alltäglichen Tun die eigene Mitte zu finden. Ja? Also wenn du deine Aufmerksamkeit jetzt von der Zielsetzung, ja, hier, ich habe doch jetzt das tiefe Wissen, da muss ich doch jetzt ins Vergnügen kommen. Ja? Wenn du deine Aufmerksamkeit von dieser Zielsetzung wegnimmst, ja, weil dann weißt du ja, ne, das ist dann ein Überdeckeln vom Verlust. Ja? Und den Schmerz des Verlustes wollen wir ja nicht überdeckeln, wir wollen ihn loslassen, ja. Also wenn du deine Aufmerksamkeit von diesem Ziel abziehst, ja, und in die Einfachheit lenkst, ja,
also in dein alltägliches Tun, dann kommst du in einen Zustand der Empfänglichkeit, der weiblichen Energie. Ja? Nichts ist jetzt wichtiger, als dich deinen täglichen Aufgaben zu widmen. Lass dein Herz wissen, dass nicht alles hart und leidenschaftlich erkämpft werden muss. Ja, dass dein Tun nicht immer bedeutungsschwer sein muss. Wenn du jetzt deine häuslichen Alltagspflichten ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit rückst, dann treten Beziehungen, ja, wo du noch Verluste verkraften musst, darfst, kannst, die treten zeitweise in den Hintergrund, ja, wenn du dich der Einfachheit deines Tuns hingibst, ne? Das sind so meditative Arbeiten, ja, abwaschen, Wäsche aufhängen, keine Ahnung was, ja. Und es ist völlig in Ordnung, dass deine Beziehung, ja, dass das in den Hintergrund tritt. Ja, mach den Abwasch, lies ein Buch, lass dich zum gemeinsamen Mahlzeiten nieder, ja, keine Ahnung, koche, schweige, hebe Socken auf, also, weißt du, so in dem einfachen Tun und Handeln halt, ne? Also einfach präsent zu sein, ja. Du wirst merken, dass es seltsam ist, dass dich das Mühe kostet, einfach nur zu sein. Aber genau das führt dann auch dein Herz in dieses tiefe Wissen der Unabhängigkeit, ja, was du auf gedanklicher Ebene schon verinnerlicht hast, ausgebaut hast, ja. Da darf dein Herz jetzt noch nachziehen. Und wenn du dich in die Einfachheit des Seins, ne, ich bin, dafür durften wir wohl üben, mit der Ich Bin-Gegenwart, dann kommst du auch wieder in das Vergnügliche, ja. Denk dran, von Vollmond zum Neumond lassen wir los. Dinge werden weniger, verlieren an Wichtigkeit. Hier. Denn unser Ziel über den Sommer, ja, für das Sommerorakel, ist ja auch wieder in die Leichtigkeit, hier in das Vergnügen zu kommen. Und der Rat der geistigen Welt ist jetzt halt dahin, ja, daraus, dahin über die Einfachheit zu kommen. Okay? Bin ja mal gespannt, wie sich das gerade auf der Handlungsebene bemerkbar macht. Ja, schau, passender geht's schon nicht mehr wieder, ne? Die Karte hatten wir schon, die habe ich euch schon mal erklärt. Hier, das Herz läuft gegen die vom Verstand ausgedachten Ziele noch, ne? Ja, ihr lauft in die Richtung so, ich bin jetzt so Unabhängigkeit, ich habe das unabhängig, ich habe das tiefe Wissen, unabhängig von meinen Beziehungen. Emma, Schatz, wenn du genau auf den Karten sitzt, sehen wir gar nichts. Komm mal her mit deinem Popöchen. Ja, hier. Euer Verstand, ne, hier in Blau dargestellt, läuft mit seinem, ich habe mir jetzt das Haus der Unabhängigkeit gebaut, die Treppe hoch. Und das Herz läuft mit, ich will jetzt aber ins Vergnügen und ins Glück, und der Verlust schmerzt immer noch in die entgegengesetzte Richtung, ja. Und dementsprechend ist auch euer Auftreten, ja. Euer Auftreten ist Chaos und Konflikt. Und Chaos und Konflikt bedeutet halt, ne, dass man euch das anmerkt, ja, diesen Zwiespalt. Also ihr seid im Auftreten ein bisschen durcheinander.
in eurem Auftreten, ne, kann es Missverständnisse und Streitigkeiten geben, ja? Weil ihr da hier das vom Verstand unbedingt umsetzen wollt, ja? Und euer Herz aber noch nicht mitzieht. Das macht euch gerade im Auftreten ein wenig krawallig, ja? Aber auch authentisch, ne? Ich meine, ihr habt da so einen Konflikt und den merkt man auch im Außen. Das ist zumindest echt, ne? Okay, aber auch das, ne? Es geht darum, was jetzt weniger werden darf. Es ist okay, dass das nochmal so ist, ja? Warum ist es okay, dass das nochmal so ist? Weil das einfach... dieses Gegeneinander von Kräften, ja, das darf euch jetzt ruhig bewusst sein. Es ist ein Gegeneinanderwirken von Energien, von Kräften, ja. Und das sorgt natürlich für eine aufgewühlte Atmosphäre, ja. Die dient aber dazu, dich jetzt aus den alten Verhaftungen zu befreien, ja. Das darf jetzt losgelassen werden. Im Innersten aufgerüttelt lässt du Anteile deiner selbst zurück. Ne? Hier. Das lässt du zurück. Die brauchst du nicht mehr. Ja? Und darüber entdeckst du dich ja auch neu. Ne? Und dieser innere Zwiespalt, der spiegelt sich jetzt einfach nur im Außen. Ja? Und das stiftet halt ein bisschen Verwirrung. Ja? Vielleicht, also es kann jetzt sein, dass du mit jemandem in einen Zwiespalt gerätst, ja, dass da so ein Sturm entfesselt wird, ne? Und es kann auch sein, dass du dich dem nicht gewachsen fühlst, ne? Dass hier, weil das halt nochmal hochkommt. Aber es ist okay, das muss hochkommen nochmal, ne? Das nützt nichts, das jetzt so immer zu überdeckeln. Du möchtest ja schließlich in eine wirkliche Leichtigkeit kommen über den Sommer, ne? Und nicht nur in eine gespielte, wo dann am Ende doch das wieder durchkommt, oder? Das will ja nun keiner. Also betrachte dies ruhig als eine Phase jetzt, ja? Such vielleicht nicht gezielt die Konfrontation, ja? Es geht nämlich weniger darum, jetzt verstanden zu werden. Es geht mehr darum, dass du verstehst, okay? Ne, das ist ein Konflikt, wo du dir aus tiefstem Herzen eine Lösung wünschst, ja. Und deswegen pass auf, dass du jetzt nicht wieder in Rechthaberei verfällst, ne. Das ist eine gute Gelegenheit, mehr über dich zu erfahren. Und dadurch, dass du mehr über dich erfährst, das auch in dein Herzen zu übernehmen, ja. Hier. Und da wirklich in die Leichtigkeit zu kommen, ja. Es werden über den Sommer-Orakel, ne, Standpunkte neu ausgefochten. Aber das bitte in einer Leichtigkeit. Und wenn für diese Leichtigkeit jetzt erst nochmal ein Gewitter aufziehen muss, ja, um dich selbst da genug zu entdecken, genug in deine Herrschaft zu kommen, ja, das nochmal aufrütteln zu lassen, um es dann loszulassen, ist doch okay. Ist doch okay. Such keinen Streit und verfall nicht in die Rechthaberei, ja? Sieh es als Phase an, um das nochmal loszulassen, okay? Und hier mit Herz und Verstand in eine Richtung zu marschieren. Ja? So von Vollmond bis Neumond. Bis 12.7. bis Mitte Juli. Und dann gucken wir mal, was die männliche Energie dazu sagt. Ah, warte mal, ich muss mal, glaube ich, Licht anmachen, ne? Dass ihr das besser seht. Ich drücke euch mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Ist doch angenehmer, ne? So, und die männliche Energie. Gedanklich immer noch damit befasst, wie sie in das Glück der vollkommenen Hingabe kommen, ja. Aber sehr schön, passt wieder zu dem Sommerorakel, ne, wo wir gesagt haben,
immer noch sexuell interessiert, ja, aber passend zum Venus, ja, ja, in die sinnliche Begierde kommt, hatten wir, ja. Über den Frühling war es doch das Kontrollverhalten über On-Off, über Affäre, über Sexualität, ja. Und da raus in die vollkommene Hingabe. Geht ja auch nicht anders, ne? Wenn ihr euch darüber nicht mehr kontrollieren lasst, ja. Gedanklich möchten sie in das Glück der vollkommenen Hingabe kommen. Ist natürlich schwierig, ne? Wenn die weibliche Energie so im Außen auftritt. Aber jetzt passt mal auf, die Zusatzkarte. Tü-dün, tü-dün. Schaut mal. Wie reagieren sie darauf? Hier mit tief durchatmen. Tief durchatmen. Schaut mal, wie meditativ und im Vertrauen die sind. Das ist doch irre, oder? Ja, warum? Hatten wir auch, ne? Hier. Ich bin unabhängig. Ich möchte jetzt zwar noch mal im Chaos und Konflikt, aber meine Verluste verabschieden und in das Vergnügen kommen, ja? Ich bin wie kein Druck, keine Forderung. Ist ja entspannt, keine Bedingung. Vollkommene Hingabe, ja. Geduldig sind sie auf Gedankenebene. Echt irre. Geduld ist gar nicht mein Ding, ne? Da bin ich ja gerade voll neidisch. Geduldig ist die männliche Energie auf Gedankenebene. Abwartend, bis ihr soweit seid. Abwartend. Dann bin ich ja mal gespannt, wie sich das gleich auf der Handlungsebene bemerkbar macht, ja? Wenn sie auf gedanklicher Ebene geduldig sind, mit dem Ziel, in die vollkommene Hingabe zu kommen. Wow, sehr schön. Und da haben wir auf der Herzebene, oh, einsam. Ja, sie fühlen sich im Herzen einsam hier. Ihr fühlt diesen Verlust, ja, und wollt ins Vergnügen kommen, seid aber sehr missverständlich in eurem Auftreten, ja, und die männliche Energie fühlt sich einsam. Warum fühlt sie sich einsam? Ihr habt die Energie abgezogen, ne? Ihr seid mit euch selbst beschäftigt. Ihr seid nicht mehr mit dem Gegenüber und dem Verhalten des Gegenübers beschäftigt und mit euren Sehnsüchten und euren Wünschen und euren Bitten und euren Forderungen, ne? Ihr habt diese Energie hier abgezogen und lenkt sie auf euch. Was macht das in der männlichen Energie? Es löst auf Herzebene das Gefühl der Einsamkeit aus. Aber auch das, ne? Wir legen auf Vollmond bis Neumond, darf abnehmen. Auf der Gedankenebene sind sie mit der vollkommenen Hingabe beschäftigt, weil das Herz aus der Einsamkeit heraus möchte, ja? Und trotzdem dabei hier geduldig empfangend. Abwartend, wohl wissend, dass das so natürlich keinen Zweck hat, ne? Und die Zusatzkarten. Tick-Tack, Tick-Tack, glücklich. Hier.
Da seid euch ja schon mal einer Meinung, ne? Ja. Was möchtet ihr auf Herzensebene? Vergnügen, Glück. Ja. Aus der Einsamkeit ins Glück, ja. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist gekommen, glücklich zu sein. Die Zeit ist gekommen, Einsamkeit loszulassen, sich von der Einsamkeit zu verabschieden und wieder ins Glück zu kommen, ja. Und das über die vollkommene Hingabe. Wohl wissend, dass das gerade noch nicht möglich ist. Ja, schön. Das wird weniger, um dahin zu kommen. Sehr schön. Und wie funktioniert's? Ne? Sommerorakel über die Leichtigkeit. Da. Ihr lasst ein Chaos und Konflikt jetzt los, ne? Ab Mitte Juli. Ja. In die Leichtigkeit. Und hier ist das der Herzenswunsch da, auch dahin zu kommen. Ja. Und ihr kommt über den Sommer in die Leichtigkeit, um das empfangen zu können. Ne? Wow, oder? Echt schön. So, die Handlungsebene der Männer. Oh. Jo. Also, dieses Herzensbedürfnis, ja, aus der Einsamkeit ins Glück zu kommen, ja, in die vollkommene Hingabe zu kommen, löst auf der Handlungsebene eine Desillusionierung auf, die bestimmt von euch kommt. Desillusionierung von Dramen, ja. Was nimmt also ab? Das Drama. Das Drama. Warum nimmt das Drama ab? Weil es dort eine Desillusionierung geben wird, ja. Das gekränkte Ego, unnötige Dramen, ja. Die Geschichte über Schmerz und Verlust, Zurückweisung, Demütigung, Selbsthass, Hochmut, also all die unzähligen Formen des Leidens, ja, die aus unnötigen Dramen geboren sind, ja. Und dass das unnötige Dramen sind, das darf da jetzt bewusst werden, ja. Also sie gehen aktiv jetzt in die Desillusionierung. Da geht es jetzt so bei den Männern um, ne, diesem Teil Selbstliebe entgegenzubringen, ne, zu verstehen, dass Angst nicht der richtige Ratgeber war, ja, dass Angst die männliche Energie davon abgehalten hat, sie selbst zu sein, ja, dass das alles nur Dramen sind, ja, Scham, Angst vor Nähe, ein schwaches Selbstwertgefühl, ja, das gehört zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft und dass das alles nur Dramen sind, ja, das wird da jetzt bewusst, ne? Das kommt in die Handlung, ja? Die werden aktiv desillusioniert. Hier. Eine große Chance zur Heilung, ne? Eine große Chance zur Heilung, hier reinzukommen, sich von seinen persönlichen Dramen aktiv zu befreien, ne? Da, um in die vollkommene Hingabe zu kommen. Durch die Desillusionierung zu begreifen, dass eine neue Geschichte beginnen muss, ja. Und dass sie sich dafür vergeben müssen, ne? Dass sie immer noch an der alten Geschichte hängen, ja. Und all das darf jetzt an die Oberfläche kommen, durch eine Desillusionierung, ja. Das aufgesetzte Drama, ja, dass die persönlichen Dramen, weshalb eine Einsamkeit, ein Glück nicht möglich gewesen ist, weshalb nicht in die vollkommene Hingabe gekommen werden konnte, das
wird jetzt aktiv angegangen, ja? Sehr schön. Das Drama nimmt ab, jetzt bis zum 12.7. Ja? Und die Pflanzendevas, ihr Lieben, gibt der weiblichen Energien mit. Oh, hier. In dir ist das ganze Meer, hier. In dir ist das ganze Meer und das Wasser segnet dich jeden Tag. Lasse deine Gefühle frei fließen. Ja, es ist okay. Ja, es ist okay. Verfall nur nicht in die Rechthaberei. Ja, und such nicht gezielt Streitereien. Und bade vertrauensvoll in dem großen Fluss des Lebens. Der große Fluss des Lebens. Ja. Und bei der männlichen Energie. Ach, schon wieder die Eberesche. Die hatten wir doch auch im Wochenorakel, ne? Öffne all deine Sinne. Hier. Desillusionierung der Dramen. Ideen, Inspiration und Kreativität aus dem Reich des Ewigen fließt dir nun zu. Ja? Du willst doch gar nicht in der Einsamkeit sein. Ja? Es ist Zeit für dich, ins Glücklichsein zu wechseln. Ja. Atme tief durch. Höre hier. Höre, empfange. Öffne deine Sinne. Schau. Öffne deine Sinne, weil dir Ideen und Inspiration für den Weg zur vollkommenen Hingabe jetzt zufließen möchten. Ja. Ihr dürft aus der Einsamkeit herauskommen und eine Desillusionierung eurer persönlichen Dramen erfahren. Ja, das fließt euch jetzt zu. Wow. Wow, 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 ihr Lieben. Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt, was uns der Juli bringt. Ich freue mich wirklich auf das Juli-Orakel. Da ich Samstag Geburtstag habe und ich nulle, werdet ihr dazu schon Freitag von mir hören. Ich glaube, Samstag wird hier bestimmt die Butze gestürmt. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass ich euch am Sonntag nicht aus eurer Wochenendenergie abholen kann. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, so wie ich meinen persönlichen Freundeskreis kenne. Lassen die Null nicht so gnadenlos an mir vorbeiziehen, ihr Lieben. Also solltet ihr Sonntag nichts von mir hören, seht es mir bitte nach. Das liegt dann nicht daran, dass ich energetisch nicht bei euch wäre, sondern daran, dass ich wahrscheinlich im Bett liege und denke, ich trinke nie wieder.